Herzlich willkommen zur 24. Folge. Patricia hier mit dem Felix. Und Felix hat gerade festgestellt, Oslo hat schon wieder meine Hafengebühr, die Saftsäcke. Wollen uns abzocken. Und wir sind schon pleite. Müssen wir nur aufpassen, dass jetzt dann nicht zufällig dann die Handelsroute Ostsee hinkommt. Wo ist die denn? Bisher sehe ich irgendein Schiff gerade hochfahren an der Küste. Das ist Nordsee. Da ist Ostsee Ostsee. nach rechts oben. Ja, bei Stockholm. Na gut, wenn sie. Nein! Da ist ein Pirat. Wollen Sie den Piraten direkt umdrehen? Nee. So, dann müssten sie jetzt erstmal noch darüber fahren und darüber fahren. Ich hoffe, die werden ihr Holz los. Bevor, dass sie halt direkt nach Dings fahren. Wieder zurückfahren und nicht erst Oslo anfahren müssten. Komm, verkauf das, was du da hast. Nein, er hat nichts verkauft. Einfach mal nichts verkauft. Das ist hart. So, London, nicht Konvoi, sondern London. Ich bringe jetzt aber auch an Köln die letzten Baumaterialien, die sie brauchen, und dann geht's zum nächsten Projekt. So, Armspeisung. Oh, da muss ich aber auch Gas geben, mein Schiff ist ja gleich schon fertig. So, es gibt eine Armspeisung. Gibt's da was zu sehen? Nö, ich weiß es nicht. Mal gucken, was jetzt passiert. Aktuell sind in London 0 Bettler, aber tägliche Zunahme von 11. Okay. Armenspeisung im Gange. Ihr werdet niemals Bürgermeister dieser Stadt. Wow, tägliche Zunahme an Einwohnern 44. Das hat sich, glaube ich, gelohnt. Unsere Tongruben sind fast voll. Krass. 36% belegter Wohnraum. Ja, ich glaube, wir können gleich. Was wäre am wichtigsten? Getreide oder eher. Oder eher Wolle? Na, Wolle wäre gut wegen Kleidung. Ich weiß aber nicht mehr, wo wir Kleidung produzieren. War das auch in Köln? Also, wir müssten die Schafzüchter in London in Betrieb nehmen und die Webereien in London in Betrieb nehmen, dass wir Tuch haben. Und den Tuch würde die Handelsroute halt nach Köln bringen. Und dann wird das losgehen. Ja. So. Wir sind fast auf Vollproduktion. 357 von 375. Aber du hast hier gerade was gesehen, wa? Meinst du die Ansage von dem aus Köln? Nein, Oder? das Schiff in Scarborough ist fertig. Ach so, das meinst du, ja. Ich bin ja auch auf dem Weg dahin. Sehr Und ich schön. wollte auch noch den Bau von denen fertig machen mit den Ziegeln. Deshalb bin ich auch nochmal in Köln vorbeigefahren vorher. Also Köln ist jetzt alles wieder gut, ne? Ja, Köln ist Ja, alles und sehr gut. Scarborough ist mit der Tour auch alles gut. So, das heißt, wir könnten dann gleich unsere Schneidereien wieder in Betrieb nehmen. Oh, 65.000 minus. Uhr. Tongruben. Okay, also die Armspeisung hat sich echt gelohnt. Oh, es ist ein Bettler in der Stadt. Das heißt, wir können jetzt dann unsere Schafzüchtereien wieder in Betrieb nehmen. Zwei Bettler in der Stadt. Nein, wir wollen euch einstellen, liebe Bettler. London liegt bei 38% Wohnraumauslastung. Sehr gut.
Und die Webereien wollen wir auch wieder in Betrieb nehmen. Das heißt, wir brauchen weitere 250 Arbeitskräfte. Liebe Bettler, kommt ran hier. Wir haben genug Arbeit für alle. Wir haben ein bisschen Holz in Skarverum fliegen gehabt. Jetzt sind da immer noch 1200 drin. Ich habe 1000 aber im Schiff jetzt drin. Ja gut, wenn wir die verkaufen würden, alleine in Scarborough sofort, wären das 50.000. Aber wir immer noch im Minus. Aber das Lagerhaus ist im Bau. Das ist schon mal gut. Und deshalb habe ich ja das dahin gebracht. Du kannst ja mal auf die rechte Seite der Karte sehen. Dann sehen wir, glaube ich, was wir doch lieber vermutlich eher ausbauen sollten. Oh ja, stimmt. Getreide ist auch ganz schön viel, ne? Ja. 46 tägliche Zunahme in London. Tongruben sind von 373 von 375. Die Webereien haben wir 3 von 150 drin. Die Schafzüchter sind 13 von 100 drin. Das heißt, wir machen schon mal wieder 2 Fässer Wolle und wir verbrauchen aktuell in den Webereien 0,4 Fässer Wolle. Und produzieren jetzt bei Vollauslastung 90 Fässer Ziegel am Tag. Das ist krass. Wir haben auch schon 85.000 Minus, ne? Das geht immer weiter runter. Ja, pass auf, dann verkaufen wir mal das Holz doch. Das ist echt krass, wie viel Geld wir damit bekommen, obwohl wir dann noch am Ende irgendwie 23 oder so pro Holz rauskriegen oder so, ne? Ja, ja. Ne, das 39 zahlen sie immer. Oh, also, auch gut. So. Oh, nur 14 Salz in Aalborg. Das ist nicht viel. Handelsroute Nordsee. Hä, aber Nordsee fährt doch, nee, Ostsee fährt das an. Ja gut, die Ostseeroute hat jetzt ganz schön viel. 586. Wie sieht das jetzt aus, wenn wir jetzt hier Rohstoffe fehlen? Wir haben kein Salz mehr. Alter Schwede. Was? Stopp. Handelsroute, du. Deaktivieren. Du fährst mal weiter nach. Nein, du fährst weiter nach Bergen. Du fährst nicht nach Oslo rein. Da ist Hafengebühr, da wollen wir nicht hin. So, aktivieren. Nein, nicht nach Oslo, Bergen. Route bearbeiten. Oh, ich kann nicht jetzt. Aber warte mal, Oslo ist das, ne? Ja. Ich habe jetzt Oslo erstmal gesagt, bitte nicht anfahren. Gute Entscheidung, glaube ich. So, 33.000 minus. 35.000 minus. Du bist einfach zu unproduktiv.
Vermutlich, wenn wir auf Statistiken gucken, verdient es doppelt so viel Geld wie ich oder so. Das weiß ich nicht. So, Tongruben 375 von 375 laufen voll. Schafzucht 25 von 100 machen 4 Wolle. Und die Weber produzieren jetzt mittlerweile wieder 1,7 Tuch und verbrauchen 1,7 Wolle. Wir kriegen 11 tägliche Zunahme, aber die Armspeisung ist vorbei. Okay. Oslo hat keine Hafengebühr mehr, oder? Nee, die werden dafür jetzt belagert, glaube ich. Okay, da muss ich Handelsroute Route bearbeiten. Handel Oslo darf nicht angefahren werden. Und jetzt gleich plopp. Wow! Ich wollte gerade nach Oslo reinfahren, da kam gerade der Hab ich gesehen. Der Pirat, und ich bin ganz schön aufgedreht. Weil mit 400 Fleisch im Lagerraum will ich da nicht hinfahren. Du hast 400 Fleisch? Nein, 300. Verkaufswert von ungefähr 100.000 Euro. Das sind hier keine Euro. Was sind das sonst? Goldmünzen? Taler oder Goldmünzen? Ich glaube nicht, dass die im Jahr 1373 Euro hatten. Bestimmt. Dann halt Deutsche Mark. Ach so, nimmt die Handelsroute jetzt. Warte mal, die Handelsroute, Route bearbeiten. Du fährst, warte mal, London. In London lädst du Tuch ein. Welche Route ist denn du? Ostsee. Du lädst Tuch ein und lädst Tuch aus. Da. Hast du denn schon Tuch dabei? Denkst du, es würde sich eigentlich mal lohnen, eine Expedition loszuschicken? Aktuell nicht. Der hat kein Tuch dabei, weil er einfach voll ist mit Holz und mit Ziegeln. Okay, du hast Fleisch. Dann fahren wir nach Hamburg weiter. Handelsroute Ostsee braucht, glaube ich, mal ein bisschen mehr Lagerkapazität. Kannst du denen ja dein Schiff abgeben, was du in Nee. So, lädst du in London auch... Ah, du lädst in London auch Tuch auf. Glaube ich. Ja, beide laden ein Tuch aus. Das heißt, die Nordsee-Route lädt auch Tuch. Dann machen das sogar beide. Oh, du willst Fleisch haben? So 30 Stück. Bitteschön. Habe ich noch 269 Fleisch. Oh, was? Du bist nichts losgeworden? Ach doch, du bist was losgeworden, aber kannst, weil du voll bist, kannst du halt kein Salz mitnehmen. Du müsstest mal nach Köln fahren, Salz nach Aalborg bringen. Mach ich so vor. Bei Gelegenheit. Oh! Bremen hat überhaupt gar kein Fleisch. Wollt ihr 35 Fleisch haben? Gerne. Haben wir noch 200 Fleisch im Lager. Hast du Tuch dabei? 21 Tuch hast du dabei. Und auch 600. Alter, 600 Ziegel. Willst du Fleisch kaufen hier? Hier, 35 Fleisch, bitteschön. Weiter nach Harlem. Schafzucht. 5,2 Webereien. Ah, zu wenig, zu wenig.
Dementsprechend stehen Lagerkosten. Aber die Scarborough wieder Holz. Nee, in Köln. Köln? Denn vermutlich zu viel Salz? Ja, 800 Salz. Na, die sind ja gleich weg. Ich bin ja auf dem Weg. Und wir haben noch voll viel Holz. Achso, Holz. Holz brauchen wir ja für Salz, ne? Ja, stimmt, da war ja was. Der Salz sieht das wieder voll. 24 Salz. Unsere Schneider könnten dann aber mal wieder in Köln anfangen zu arbeiten, wa? Ja, wollen wir die Schneider wieder starten? Houston, wir haben ein Problem. Versuch mal mein Schiff jetzt nach Köln zu kutschieren. Kommst du auch nicht mehr rein? Nö. Kacke. Kann es sein, dass du auch zwei Schiffe oder so bei dir drin hast? Eins. Hä? Wieso kam ich dann vorher rein und du nicht? Na, dann war es bestimmt ein Bug. Bug Abuse? Das heißt, wir müssen uns jetzt noch einen gemeinsamen Dings bauen. Wir sollten dann ein kleines Schiff, was uns immer ein auf von Köln nach London oder so rüber transportiert, die ganze Zeit dauerhaft die Sachen daraus. Ja, London, Köln, Aalborg. So eine Route. Zweck Salz und sowas, ne? Ja. Dann müssten wir bauen einen Kreier, ne? Wenn das das kleinste Schiff ist, was es gibt, ich glaube ja. Ne, ist nicht das kleinste Schiff. Ist das danach. Oh, wir brauchen Mitarbeiter jetzt hier mal. Yay! Mein Schiff ist fertig! Das ist ja geil. Hol mal mein Schiff gleich mal ab. Habe ich schon gar nicht mehr mit gerechnet, dass es jetzt schon fertig ist. Ab. No, noch eine solche Halbung jetzt. Ey, gerade, dass wir mal wieder auf Vollproduktion sind. Da ist aber auch kein Salz mehr in Aalborg da. Naja, das Problem ist, ich komme an Salz nicht ran. Ja, das ist in der Tat ein Problem. Das ist in der Tat ein Problem. Wir haben zumindest schon mal 21 Tuch wieder in Köln. Ja. Ey, wir sind mal wieder am Plus. Das stimmt. Wo fährst du jetzt gerade hin? Ich guck, ob irgendwo irgendwas ist, was billig ist und wir kaufen können. Weil wir in Aalborg nichts haben, was wir abholen können, weil wir da nicht kein Salz haben. Und Ziege bräuchten wir, glaube ich, nur jetzt gerade noch bei Danzig. Die fahre ich dann auch gleich rüber, aber. Hm. Ja.
verkaufen wir ein bisschen Holz in Scarborough. Dass die Handelsroute Nordsee sich damit nicht voll klatscht. Und dann verkaufen wir Ziege. Ziegel könnten wir auch in London direkt mal wieder verkaufen, weil die haben gar nichts mehr. Machen wir auch mal. Boah, sind noch viele Tage darüber. Und dann wollen wir nämlich mal hoffen, dass der einfach jetzt mal... Zeug darüber bringt und nicht voll ist mit irgendwelchen Sachen. Trotzdem hat er 108 Holz hier mitgenommen. Mann! London 12. 12 in London. Da sind wir auf 30%. Alter, wir haben 75 Dings schon wieder. Ja. 75 Wolle in London. Ist doch gut. Ja, könnten wir mal wieder ein bisschen was mitnehmen und mal ein bisschen verteilen. Weil so viel brauchen wir da nicht. Okay, ja. Nimm 270 Ziegel mit und 38 Tuch. Und ich hätte ganz gerne mal hier ein bisschen Fleisch verkauft. Hast du immer noch was von dem Fleisch übrig von vorhin? Ja, immer noch 94. 200 Fleisch habe ich schon losgeworden, ja. Trotzdem noch krass, wie viele übrig hast du. So, komm, Esen. Haben wir mal Handelsroute Nordsee. Fährst du auch? Ne, Handelsroute Nordsee fährt gar nicht Aalborg an. Unsere Ostseeroute da in Visby hat nur 6 Holz im Lagerraum. Okay, ist leer. Muss die hintere Route gar nicht rumfahren. London, wie sieht's denn aus hier? Warte mal, Handelsroute Nordsee. Ich deaktiviere mal die Handelsroute Nordsee. Okay. Und fahre jetzt mal manuell nach Dings hoch. Handelsroute Ostsee. Einmal deaktivieren. Auch mal ganz kurz nach Köln. Wir müssen mal beide Handelsrouten ja mal ganz kurz nutzen, um Salz darüber zu karren. Weil wie gesagt, mit Fleisch verdienen wir halt richtig viel. Ja. So, wie viel Salz hat man denn in Köln jetzt da? Die Betriebe haben reduzierte Auslastung? Hä? Stimmt doch gar nicht.
Stimmt doch gar nicht, puh. Nö, 150 von 150. Du fährst gerade nach Danzig? Korrekt. Okay. Was hast du hingebracht? Ziegel. Sehr abgefackelt. So, du darfst deine Handelsroute wieder aktivieren. Du darfst wieder fahren. So. Du hast ja das große Schiff hier, oder beziehungsweise die großen Schiffe mit 1600 Kapazität. Von dir erwarte ich jetzt viel. Wir haben jetzt 559 Seil sind in der Viehzucht drin und 600 oder knapp 700 sind noch auf dem Weg wieder zurück. Okay. So. Hier, kriegst noch mal ein paar Ziegel. Kriegst du mal Holz. Kriegst du mal Fleisch. Du könntest in Alburg noch mal kurz anhalten und Fleisch mitnehmen. Da hätten wir noch ein bisschen was. Und wohin soll das Fleisch? Da, wo du es halt los wirst. Wir bräuchten in London Getreide und Käse. Okay. Dann könnten wir da nochmal eine arme Speisung machen. Bei Fleisch hätten wir noch da, Bier haben wir noch da. Also 7 Käse, 20 Getreide. Gesagt, Getreide und Käse, ne? Ja. Getreide. Na, damit werden wir bei der nächsten Folge weitermachen. Getreide, Käse, ja, warte ganz kurz. Oh, hier wollen sie viel Fleisch haben. Und ganz viel Holz. So, dann geht's nach London zu einer Armenspeisung und damit habe, sag ich mal, haut rein und bis zum nächsten Mal. Und tschüss! Tschüss!